Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben weitere Leaks und wir haben weitere Leaks zum kommenden Live-Event bzw. zu einem weiteren Konzert. Aber falls euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich Support da lassen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, Freunde. Ihr wisst, wie die ganze Sache abläuft. Muss ich nicht nochmal erwähnen. Würde mich aber freuen. Fangen wir direkt mit der ersten Sache an, ohne viel Gelaber, Freunde. Ihr wisst ja, mit dem neuen Update 12.40 wurden einige Dateien auf die Server aufgespielt bzw. in die Spieldateien hinzugefügt. Und das waren insgesamt 6 Stück. Und das wären sehr kleine Files. Aber eine davon wurde jetzt entschlüsselt und das ist ein Poster. Ein Poster, welches uns das kommende Konzert anteasert und welches jetzt auf der gesamten Insel verteilt wurde, beziehungsweise jetzt bei den verschiedenen Locations zu finden ist. Und wir werden das jetzt Ganze analysieren und ich werde euch jetzt informieren, was das Poster zu bedeuten hat. Als allererstes, Freunde, ich mach mal hier die Helligkeit hoch. So, einen Moment. Einstellungen, was für Spieler melden. Einstellungen, Digga. So, machen wir komplett hell. Wir sehen hier als allererstes eine Musikplatte, einen Kreis und oben gibt es so einen Planeten und in der Mitte ist so eine Musiknote. Und wenn da eine Musiknote ist, Freunde, wissen wir dann, dass etwas Musikalisches auf uns in der Zukunft zukommt. Freunde, ganz einfache Geschichte. Wir sehen hier eine Zone und genau dieser Kreis ist eine Zone, die für ein bestimmtes Event sehr wichtig sein wird und das ist das Konzert von Travis Scott. Travis Scott wird in der Zukunft auf uns zukommen, hoffentlich diese Woche, also nächste oder übernächste Woche mit dem Update, mit dem großen Update besser gesagt. Aber dieser Kreis hier ist ein eine Zone sozusagen für ein zukünftiges für einen zukünftigen LTM. Weil diese Zone wird auch ein Live-Event haben, beziehungsweise diese Zone wird für das Live-Event benutzt und in dem beim Hintergrund dieses Posters sehen wir die Location von Sweaty Sands. Das ist dann genau dieser Bereich und dann wissen wir zumindest, dass genau wo diese Musikplatte ist, beziehungsweise was für Musikplatte, wo genau diese Musiknote ist, wird es dann etwas Besonderes geben. So, Sprachenlernbubble und wie gesagt, das wird dann hoffentlich nächste Woche oder übernächste Woche mit dem großen Patch passieren. Und jetzt kommen wir mal zu den Bestätigungen des Konzerts von Travis Scott. Als allererstes, wenn wir uns mal die Playliste von Travis Scott anschauen, beziehungsweise die Playlist auf Spotify von Travis Scott anhören, dann sehen wir, dass die Rechte beziehungsweise da steht 2019, also ihr wisst ja, zum Beispiel der Song Highest in the Room von Travis Scott war ja, keine Ahnung, von einer bestimmten Firma, was weiß ich. Ich kenne mich jetzt nicht mit der Musikbranche aus oder so, aber ihr wisst ja immer, zum Beispiel Copyright Claims und so gibt es ja. Und dann, das Ganze übernimmt dann eine Firma. Und jetzt, wenn wir auf Spotify die Playliste von Travis Scott hören, dann sehen wir, dass die Firma Epic Producer diese Rechte angenommen hat, beziehungsweise diese Copyright Claims für sich beansprucht hat, beziehungsweise dass er den Song jetzt genommen hat, gekauft hat, wie auch immer, Freunde. Aber jetzt wissen wir, dass Epic Games den Song gekauft hat, beziehungsweise die Rechte dafür hat, den Song dafür zu benutzen, weil, wie gesagt, in der Zukunft ein Konzert auf uns zukommt und wir haben schon einige Änderungen auf der Insel als erstens halt dieses Poster und dann im Himmel Astroworld oder Astroworld, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das nennen wollt, es gibt verschiedene Arten, das auszusprechen, aber Astroworld oder Astroworld ist ein Album von Travis Scott und wenn wir uns das Logo von diesem Album anschauen, ist das eine komische Welt und genau diese Welt kommt jetzt auf uns zu. Ich blende euch einmal die besseren Bilder ein, beziehungsweise die geleakten Spieldateien, beziehungsweise die geleakten Icons. Dafür bin ich mal auch ebenfalls still. Sieht aber sehr interessant aus und ist, wie gesagt, einfach nur das Icon von Astroworld oder Astroworld. Keine Ahnung, Freunde, wie ich das jetzt nennen soll. Und wenn wir ganz genau dahin schauen, beziehungsweise dahin aimen, dann hören wir den langsamen Beat von Highest in the Room. Und Freunde, ich bin mega gehypt. Das Event könnte auch schon nächste Woche kommen. Nächste Woche Samstag könnte das schon kommen, Freunde. Ist
zurzeit unbekannt wie alle anderen Leaks und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt mal da drauf aimen, hören wir den Beat von Highest in the Room. Dafür bin ich mal kurz still, Freunde. Ich glaube, ich mache mal laut. Ich muss lauter machen, weil sonst hört man nichts. So, Einstellungen, zack, zack. Soundeffekte habe ich schon. Machen wir Musik hier laut. Speichern. Hört man das überhaupt? Aber Freunde, wir wissen jetzt, Astroworld wird jetzt auf uns zukommen und das Ganze wird dann, also dieser Planet da oben, wird jetzt bei Sweaty Sands Tag für Tag beziehungsweise auf die Insel immer näher zukommen und wird dann am Ende über Sweaty Sands beziehungsweise über diesem Tal hier, über diesem See hier, über diesem kleinen Bereich schweben und dort wird dann das Konzert ablaufen beziehungsweise stattfinden. So, ist eine sehr nice Sache. Und in den Spieldateien gibt es auch noch zwei verschlüsselte Packs, die vielleicht zwei weitere Poster sein können, Freunde. Aber nicht nur das, Freunde, die House Party Challenge ist jetzt abgeschlossen und alle Spieler, die einen Account haben, beziehungsweise keinen Account erstellt haben, also diese Woche genau an dem Tag, wo die House Party Challenge abgeschlossen wurde, werden jetzt, beziehungsweise allgemein alle Spieler mit einem Account, werden nächste Woche mit dem Patch 12.41 diese Lackierung erhalten. Die heißt, glaube ich, Dreiecksludern. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern. Aber wir bekommen eine kostenlose Lackierung. Ist eine leichte Sache. Ehre meiner Epic. Kuss geht raus, Freunde. Aber das war noch nicht alles. Ihr wisst ja, nächste Woche ist Ramadan. Und Epic macht auf Ehrenbruderbasis eine Ehrenaktion. Und werden alle Spieler mit einem kostenlosen Spray beschenken. Ich blende euch mal das Ganze ein, beziehungsweise den Spray dafür ein. Ja, Freunde, kann man sich nicht beschweren. Kostenlos ist kostenlos. Und ich finde schon ehrenvoll, dass sie jetzt, sag schnell, alle, keine Ahnung, alle wichtigen Ereignisse, beziehungsweise alle wichtigen verschiedenen, wie soll ich das nennen? Alle verschiedenen Besonderheiten der verschiedenen Religionen feiern. Zum Beispiel auch das chinesische Neujahr haben die öfters mal gefeiert und jetzt feiern die Ramadan oder auch St. Patrick's Day ist auch richtig ehrenvoll gemacht von denen. Deswegen ist das eine nice Sache, Freunde, und kostenloses Spray. Warum nicht, würde ich sagen. So, Freunde, dann gehen wir mal zu Frenzy Farm rüber, denn da gibt es jetzt einige Theorien bzw. Änderungen in der Zukunft. Kann sein, Freunde, es ist alles nur Theorie, aber die ganzen Theorien und so weiter machen auf jeden Fall Sinn. Ihr wisst ja, mit dem letzten großen Patch haben wir hier verschiedene Schilder gesehen, beziehungsweise hier wurden No Sweat Insurance Schilder aufgestellt. Und wenn wir uns einmal die Ladebildschirme von Season 2, also von dieser Season durchgucken, sehen wir einen ganz bestimmten Ladebildschirm, der uns, sag schnell, vielleicht unsere neue Map-Änderung ankündigt oder was anderes, Freunde. Aber ich würde sagen, damit wir das Ganze analysieren können, sehen wir uns gleich in der Lobby. Und Freunde, genau das ist der Ladebildschirm, den ich meine. Ihr wisst ja, No Sweat Insurance hat so ein ganz bestimmtes Logo, wo ein Regenschirm mit Flammen zu sehen ist. Beziehungsweise wir sehen da auf dem Logo einen Regenschirm, der dann Feuer fängt. Und wenn wir das in Kombination mit dem der Abbrennung bzw. mit der Verbrennung von Frenzy Farm verbinden, macht diese Theorie Sinn. Also viele gehen davon aus, dass die No Sweat Insurance jetzt angegriffen wird oder halt uns die nächste Map-Änderung ankündigt. Und vielleicht wird auch Frenzy Farm nach dieser Verbrennung dann renoviert und es wird zu einem komplett anderen Ort. Wäre trotzdem mega geil und diese Theorie macht auf jeden Fall Sinn. Dann gehen wir mal zu Midas rüber. Wir wissen ja, Midas hat jetzt seinen Raum freigeschaltet, beziehungsweise Midas Raum ist jetzt freigeschaltet worden. Und wir haben jetzt einige Hinweise bzw. einige Details zu der Story bekommen und zu den verschiedenen Charakteren und allgemein zu Midas haben wir auch welche Sachen gesehen. Aber Freunde, das war noch nicht alles. Midas wird auch etwas ganz Besonderes machen.
Und zwar, Freunde, wird er eine ganz bestimmte Energie bzw. eine ganz bestimmte Kraft ausnutzen, um das Doomsday-Gerät zu verstärken bzw. mit Strom zu versorgen. Und das wird der Anzug von dem Tempest-Skin sein bzw. Von dem Sturm-Skin sein von Season 9. Aber das stimmt jetzt nicht wirklich. Wir gehen mal kurz zu Midas Raum rüber. Der Trailer wird jetzt abgespielt. So, Freunde, und wir sind jetzt bei seinem Raum. Und wenn wir mal ganz kurz, ihr müsst ganz schnell sein und ganz rechts mal gucken, wenn ich jetzt auf Midas klicke, hinter diesem Ghost-Symbol. Habt ihr es gesehen? Nochmal. Also hinter Ghost, hinter diesem Ghost-Logo müsst ihr gucken. Habt ihr es gesehen, Freunde? Habt ihr es gesehen? Das ist der Anzug vom Tempest-Skin, mehr oder weniger. Viele gehen davon aus, dass er halt diesen die Energie vom Sturm benutzt, um halt das Doomsday-Device zu verstärken, zu versorgen mit Energie und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Aber diese Theorie stimmt jetzt nicht ganz, weil ich blende euch mal einen Vergleich ein, wenn ich das kann. Freunde, der Anzug vom Sturmskin und von diesem Anzug bei Midas Raum sind nicht, ähnlich. Die sind nicht mal, also die sind zwar ähnlich, aber einige Sachen fehlen beim Anzug im Raum von Midas und einige Sachen fehlen beim Anzug von dem Sturmskin. Das ist vielleicht ein neuer Skin oder ein neuer Style, weil auch in den Spieldateien wurde eine weitere Hurricane-ID verwendet bzw. gefunden, die halt für einen weiteren Style bzw. für einen weiteren Skin benutzt werden kann. Und jetzt macht das auch ein bisschen mit der Story Sinn, vielleicht benutzt bzw. manipuliert Midas das Wetter, um halt vielleicht Chaos zu verursachen oder sonst was, Freunde. Aber zumindest wissen wir, dass dieser Anzug jetzt sehr essentiell für Midas ist oder allgemein für die gesamte Story. Könnte das auch sehr wichtig sein. Und ja, Freunde, nur zur Info, das ist nicht der Sturmskin, sondern ein anderer Style für ihn oder ein neuer Skin. Dann kommen wir mal zum neuen Shop, Freunde. Wir haben jetzt die neuen Skins, Freunde. Sieht sehr, also Siren gefällt mir, also beziehungsweise Sirene, keine Ahnung. Siren heißt die, glaube ich, auf Englisch, und Walk ist hier auch am Start mit Zero. Und ja, wir haben einen weiteren Ikonen-Tanz. Ich glaube, das ist so ein japanischer Tanz, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, warum nicht, Freunde? Ein weiterer Tanz ist jetzt auch nicht so schlecht, Freunde. Digga, wie oft habe ich jetzt Freunde hintereinander gesagt? Aber egal, wir wissen jetzt, dass Travis Scott Konzert bzw. die Kooperation zwischen Fortnite und Travis Scott bestätigt ist, dass wir jetzt kostenlose Spray bekommen, kostenlose Lackierung, und dass wir auch jetzt das nächste Konzert bekommen. Oh, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt, oder? Nein, das mit dem Midas wollte ich gerade sagen. Also Midas, die Stars, Ananas, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das gerne ein Like, das Support nicht vergessen, Freunde. Aber noch eine kleine Info. Im Shop waren ja gestern, oh nein, die sind immer noch drin. Nein, doch, die sind drinnen, doch. Die sind drinnen. Genau diese Skins, Digga, wo ist das Bundle? Hä? Okay, wo, hier. Genau dieses Bundle, Freunde, diese Spitzhacken, genau. Diese Spitzhacken wurden als 2500 V-Bucks in den Markt gestellt bzw. wurden für 2500 V-Bucks verkauft, und eigentlich sollte der Preis bei 2000 liegen, genauso wie es gerade bei mir angezeigt wird. Und alle, die das jetzt gekauft haben für 2500 V-Bucks, werden nächste Woche, glaube ich, mit dem nächsten Patch bzw. mit dem nächsten Update die 500 V-Bucks, die sie umsonst ausgegeben haben, zurückbekommen. Und das gleiche war, glaube ich, auch beim bei diesem Tanz hier. Genau, ich glaube, das ist dieser Tanz, genau, dieser Motorroller-Tanz, der kostet eigentlich 300. Nein, oder? War das der? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht, wie viel das kostet. Aber doch, das war der. Doch, nein! War das Chimichanga? Nein. Doch. Ah, doch. Ja, dieser Tanz, dieser Emote, wurde für 300 V-Bucks verkauft. Und alle Spieler, die das jetzt gekauft haben, haben das. Und alle dieser Preis wird jetzt noch bearbeitet bzw. dieser Bug wird behoben, wo noch 300 D-Bucks steht, obwohl das eigentlich 500 kostet. Also alle, die jetzt ein Stäbchen gemacht haben, herzlichen Glückwunsch, Freunde.
Aber ansonsten würde ich sagen, was mit dem Video, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit weiteren Challenges, viel Spaß beim Zocken, ein wunderschönes Wochenende, Support nicht da lassen, vergessen, Kuss geht raus an jeden Ehrenmann in der letzten Zeit. Wir haben einfach wirklich Rekorde geknackt, Freunde. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao. So, Freunde, bevor ihr abschaltet, wurde ein weiterer Skin entschlüsselt bzw. geleakt. Und das ist genau dieser Skin, denn den Namen weiß ich, glaube ich, noch nicht. Aber, ja, der Skin sieht, glaube ich, nice aus. Also meiner Meinung nach, ich finde, der sieht mega geil aus. Wird, denke ich mal, 1200 oder 1500 kosten. Selten oder episch ist zurzeit unbekannt. Dann wird die Agentur in den nächsten Wochen verändert werden und eine Shadow-Version wurde hinzugefügt in den Spieldateien und die Agentur wird von Shadow übernommen. Ansonsten war es mit dem Video. Jetzt könnt ihr abschalten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.